herzlich zu dieser Medienkonferenz vom Aargauer Regierungsrat. Das heutige Thema ist der Aufgaben- und Finanzplan 2018-21, Gesamtsicht Haushaltssanierung, der Zwischenbericht August 2017, Botschaft Sanierungsmassnahmen 2018 mit Gesetzesänderung, dann das Kurzgutachten von BAK Basel, Steuerpotenzialanalyse und Wirtschaftspotenzialanalyse vom Kanton Aargau, und mitkommuniziert wird auch noch Botschaft Sammelkredit, Sammelvorlage Nachtragskredit. Ich stelle die Referenten anhand vom Ablauf vor. Der Regierungsrat Markus Diet, Vorsteher vom Departement Finanz und Ressourcen, wird zuerst den Zwischenbericht Gesamtsicht vorstellen, dann Botschaft Sanierungsmassnahmen 2018. Die Staatsschreiberin Vincenza Trivigno wird den Aufgaben- und Finanzplan 2018 Aufgabenteil vorstellen, und der Regierungsrat Urs Hofmann, Vorsteher vom Departement Volkswirtschaft und Inneres, zusammen mit dem Herrn Michael Grass, Mitglied von der Geschäftsleitung von BAK Basel, das Kurzgutachten. Am Schluss gibt es noch ein zusammenfassendes Fazit und Fragen für die Medienschaffenden im Plenum, und anschließend stehen selbstverständlich alle Referentinnen und Referenten auch noch für Fragen zur Verfügung. Als Auskunftspersonen anwesend ist der Herr Christian Moser, Leiter von der Abteilung Finanzen vom DFR, und der Herr Daniel Brändli, Leiter von der Abteilung Strategie und Aussenbeziehungen von der Staatskanzlei. Ich darf das Wort geben am Finanzdirektor Markus Diet. Ja, besten Dank, geschätzte Damen und Herren Medienschaffende. Herzlich willkommen an meinerseits, unsererseits, zu der Medienkonferenz. Eine Medienkonferenz, die dort wahrscheinlich doch speziell ist, dass sie fast auch jetzt wirklich mit dem Startschuss in dem Sinn verbunden ist, mit einer sehr komplexen Sache, nämlich der Gesamtsanierung, Gesamthaushaltssanierung. Wir knüpfen da an die Information vom 17. Mai 2017, wo wir das Entwicklungsleitbild mit der finanziellen Langfristperspektive präsentiert haben und auch das Grundkonzept für die notwendige Haushaltssanierung. An der heutigen Medienkonferenz möchten wir Ihnen den aktuellen Zwischenbestand von den Arbeiten präsentieren, dann aber auch den Zwischenbericht, und das ist das Instrument dazu, vom Grossen Rat als Grundlage letztlich für die Beratung auch vom AFP 2018 bis 2021 dient und eben auch als Grundlage für die ganz wichtigen S18-Massnahmen, die Sanierungsmassnahmen 2018, dient. Der Zwischenbericht ist öffentlich, und ich werde jetzt gleich ganz kurz nochmal einsteigen über die Finanzierungsrechnung, das Ergebnis von der Finanzierungsrechnung und die Finanzierungslücke von bis zu 250 Millionen Franken, Stand August 2017. Das haben wir Ihnen schon präsentiert in der Mai-Pressekonferenz. Doch nochmal als Grundlage sehen Sie hier die leicht angepasste Finanzierungslücke. Es hat sich also nicht gross etwas verändert. Die Abweichungen und der Stand, der jetzt aktuell ist, der hat natürlich basiert auf der Anpassung und der neuen Erkenntnis bei den Schlusseingaben vom AFP 2018 bis 2021. Die Herleitung von der Finanzierungslücke haben wir auch schon mal erklärt. Es geht ja darum, dass man sich nicht irgendein Sand in die Augen streut, sondern eben wirklich von einer Finanzierungslücke ausgeht, die alles berücksichtigt, weil nur dann kann man, wenn man eine Gesamthaushaltssanierung machen möchte, nur dann kann man die auch wirklich nachhaltig machen. Und darum hat man auch die aus den Budgetberatungen 2018, AFP 2017 bis 2020, hohe Defizit für das Planjahr von 41 Millionen Franken 2018 und 46 Millionen Franken im Jahr 2021 eben auch einberechnet, beziehungsweise eben auch die Erkenntnis nach wie vor von der Spitalfinanzierung mit Zusatzaufwand von jährlich 30 bis 40 Millionen Franken. Dann aber auch eine Aktualisierung von der Steuerprognose, die uns ganz wichtiges Anliegen ist, dass wir dort Vorsicht walten lassen.
Sie sehen hier noch das Sanierungskonzept vom Regierungsrat. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Darstellungen. Wenn man die versteht, dann sieht man auch die Zusammenhänge. Sie sehen die Finanzierungslücken auf der einen Seite, die muss man seriös herleiten. Wenn man die hat, dann wird man die ja mit dem linken Balken, mit dem blauen Gesamtsicht Haushaltssanierung, wird man die ja decken, dass es eben letztlich dann keine Finanzierungslücken mehr gibt. Und da sehen Sie vor allem im Kernelement, in diesen Reformvorhaben, der rote Bereich, dass das eben gestaffelt anfängt zu wirken, eben vielleicht 2019, 2021 oder erst 2022, weil eben das in der Regel eben auch Gesetzesvorlagen bedingt, die eben einen ordentlichen Prozess brauchen, sprich also Zeit brauchen, bis sie nachher überhaupt Wirkung im Ziel erreichen. Ein anderes Element ist die ertragsseitigen Massnahmen, die ebenfalls erst zu einem späteren Zeitpunkt wirken können, vielleicht auch in verschiedensten Intensität, je nach Ausgang vom politischen Prozess oder eben auch je nach Ausgang auch von weiteren Komponenten, die eben Karten spielen aus den ertragsseitigen Massnahmen. Und jetzt das Wichtigste ist letztlich in der Phase, in der wir jetzt hineinstecken, die Sanierungsmassnahmen 2018, sowohl die Gesetzesänderungen S18, und eben auch die Massnahmen Kompetenz Regierungsrat, die eben die Grundlage sind, das Fundament, um überhaupt noch an diesen Reformvorhaben zu arbeiten, ohne dass man schon wieder weitere Defizite hat, wo die Finanzierungslücken schon wieder in die Höhe drücken und man letztlich gar nie zu einem Ziel kommt. Sie sehen hier das Sanierungskonzept, Gesamtsicht, Stand August 2017. Da sehen Sie jetzt die detaillierten Zahlen. Zuoberst im schwarzen Balken Finanzierungslücke sieht man die Zahlen 2018 bis 2028. Sie sehen, dass man das also detailliert analysiert hat. Und Sie sehen nachher, wenn man die verschiedenen Massnahmen, die Kästchen, die ich vorhin gezeigt habe, hier, Reformvorhaben, dann aber auch ertragsseitige Massnahmen oder Sanierungsmassnahmen. Wenn man die abfüllt, dann kommt man noch zu einer verbleibenden Finanzierungslücke, die eben dann, wie ich gesagt habe, durch ertragsseitige Massnahmen allenfalls eben entdeckt werden, wenn es nicht andere Komponenten noch gibt, die sich in der Zeit entwickeln. Das ist der Stand, den wir heute haben. Das sind Momentaufnahmen, das muss man sehen. Man muss an diesen verschiedenen Elementen jetzt detailliert arbeiten und wird nachher immer die Tabellen letztlich auch wieder fortschreiben. Sie sehen, wenn Sie bei den Steuerungsmechanismen, Sanierungskonzept, das anschauen, das ist unsere wichtige Folie, dass man sich wirklich bewusst ist, dass das Ganze ein dynamischer Prozess ist, dass aber auch, wenn einzelne Elemente vom Sanierungskonzept rausgebrochen werden, aus der möglichen politischen Grundsatzdiskussion, die jetzt eben stattfinden kann, sei es Aufwand- oder Ertragsseitig oder Finanzmassnahmen, dann bedingt das letztlich auch, dass man nachher wieder an einem anderen Stellrad muss schrauben. Also das ist ganz ein wichtiger Punkt, dass am Schluss unter dem Strich die ganze Geschichte wieder aufgeht. Ich komme zu den Sanierungsmassnahmen 2018 und möchte Ihnen die Massnahmen, Gesetzesänderungen, Massnahmen, Kompetenz vom Grossrat ganz kurz erläutern. Jetzt hier als erstes in der Übersicht. Die Sanierungsmassnahmen, die unterteilen sich in Massnahmen mit Gesetzesänderung, Kompetenz Grossrat, dann aber auch in Massnahmen ohne Gesetzesänderung, die eben in dem Zuständigkeitsbereich vom Regierungsrat sind. Die beiden Massnahmen, befristete Aussetzung Schuldentilgung, dann aber auch die Einführung von kostendeckenden Gebühren im Mahnwesen. Da sind wir jetzt ja mit der zweiten Botschaft zur zweiten Beratung, haben wir da jetzt die Massnahmen zum Schluss unterbreitet. Sie wissen ja, dass wir vor der Sommerferien die Hürde von der ersten Beratung einmal geschafft haben, mit verschiedenen Anträge, wo ich nachher noch dazu komme. Dann haben wir aber auch noch separate Vorlagen, die im Grossrat im Herbst 2018 unterbreitet werden, nämlich die Revision Stipendiengesetz und Stipendiendekret und auch Reduktion Leistungsauftrag Fachhochschule Nordwestschweiz, wo sich der Grossrat wird im Vorfeld von der Beratung AFP 2018 bis 2021, so ist es geplant, noch darüber entscheiden. Sanierungsmaßnahmen 2018. Sanierungsmaßnahmen 2018 hat der Regierungsrat im Zuge vom Budgetprozess zusätzlich 36 Maßnahmen erarbeitet, wo die Umsetzung
in seiner Kompetenz liegt. Die Entlastungswirkung beträgt im Budget 2018 25 Millionen Franken und ab dem in den folgenden Jahren bis rund 35 Millionen Franken. Bei der Erarbeitung der Massnahmen hat man darauf geschaut, dass der Sparbeitrag oder die Aufwandreduktion, die Eindämmung vom Aufwandwachstum in diesem Bereich, dass der Beitrag eben von dem Departement ungefähr im Gesamthaushalt entspricht. Die beiden finanzintensivsten Departement Bildung, Kultur und Sport und Gesundheit und Soziales, wo rund 4/5 vom steuerbaren Aufwand für sich beanspruchen, die tragen demzufolge eben den Löwenanteil von dem Bereich, von dem Teil von der Haushaltssanierung. Der Grossteil der Sanierungsmassnahmen wird am 1. Januar 2018 in Kraft treten. Bildungsmassnahmen werden ihre finanzielle Wirkung in der Mehrheit erst auf Beginn des Schuljahres 2018 bis 2019 entfalten. Ich gebe weiter das Wort an die Staatsschreiberin für das Reformvorhaben Modul. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich komme also zu diesen Reformvorhaben, der rote Bereich in der Grafik, weil Kernstück vom Sanierungskonzept Gesamtsicht Haushaltssanierung stellen natürlich die 15 Reformvorhaben dar, die wir Ihnen ja schon im Mai vorgestellt haben. Nur, wenn wir die umsetzen können, können wir mittel- bis langfristig eine substanzielle Entlastung vom Staatshaushalt erreichen. Die Ausführungen zu den einzelnen Modulen bzw. Reformvorhaben finden Sie im Zwischenbericht Gesamtsicht Haushaltssanierung August 2017. Sie haben das in Ihren Unterlagen. Auf dieser Folie sehen Sie eine Tabelle mit den sogenannten 15 Reformvorhaben. Die sind jetzt hier alle aufgeführt und die sollen jetzt schrittweise umgesetzt werden. Es ist angetönt worden vom Finanzdirektor, dass die schrittweise umgesetzt werden müssen, weil zum Teil braucht es Gesetzesrevisionen oder andere Vorgehensweisen, die eine Staffelung notwendig machen. Aber sämtliche Reformvorhaben, und das ist ganz wichtig, sämtliche Reformvorhaben sind heute schon im AFP 18 bis 21 als Entwicklungsschwerpunkt festgeschrieben. Das heisst, sie sind in der mittelfristigen Planung enthalten. Und wenn der grosse Rat der AFP beratet, kann er dann auch über die Module, über die Reformvorhaben ein erstes Mal diskutieren. Der Finanzdirektor hat es vorhin erwähnt, wir haben zwei Departemente, die einen Löwenanteil von den Ausgaben ausmachen, nämlich das Departement Gesundheit und Soziales und das BKS. Und deshalb sind die Hälfte der Reformvorhaben in diesen Aufgabenbereichen, weil nur wenn man in diesen Aufgabenbereichen eine Entlastung hinkriegt, kann der Staatshaushalt nachhaltig saniert werden. Ein Viertel der Reformvorhaben betrifft die räumlich-strukturelle bzw. organisatorischen Anpassungen, wie zum Beispiel die strukturellen Reformen bei der Staatsanwaltschaft, bei den Bezirksgerichten oder bei den Berufsfachschulen. Die übrigen Reformvorhaben sind im Bereich Immobilien, Steuern und öffentlichen Verkehr. Die Zahlen, wo wir das Entlastungsvolumen angeben, das sind Grössenordnungen. Die müssen konkretisiert werden im Laufe der Umsetzung dieser Reformvorhaben. Und deshalb sind es einmal Schätzungen. Die Reformvorhaben im Zwischenbericht, wo in Ihren Unterlagen enthalten ist, detailliert dargestellt sind, möchte ich jetzt nicht jedes Modul nochmal runterbeten, sondern vielmehr möchte ich zwei spezielle Module vornehmen, als Beispiel, beispielhaft zeigen, wie wir jetzt dran sind, die Module, die Reformvorhaben am Umsetzen. Das erste Beispiel ist Totalrevision Spitalgesetz, wo im Zuständigkeitsbereich vom Departement Gesundheit und Soziales liegt. Bei diesem Reformvorhaben geht es darum, Spitalgesetz zu revidieren, wie erwähnt, und die bundesrechtlichen Möglichkeiten, die man hat im Bereich der Spitalversorgung, besser im Gesetz festzuschreiben, so dass man nachher die besser nutzen kann, die Handlungsspielräume und die Spitalkosten so langfristig zu stabilisieren. Es geht also dort darum, wirklich Handlungsspielraum zurückzugewinnen, um das Kostenniveau runterzubringen.
Zusätzlich soll aber auch noch die Eigentümerschaft der kantonseigenen Spitalaktien angeschaut werden. Das wird auch in einem parlamentarischen Vorstoss so verlangt. Das Reformvorhaben soll 20 bis 30 Millionen Franken bringen. Wie schaffen wir daran? Es hat eine Taskforce Gesundheit, die besteht aus Vertretern vom Departement Gesundheit und Soziales und einer Verhandlungsdelegation vom Verband Aargauische Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen der WAKA. Die Taskforce Gesundheit die hat sich jetzt schon zusammengesetzt und hat schnell wirksame und finanzrelevante Sofortmassnahmen erarbeitet. Im Rahmen der Sanierungsmassnahmen 18. Die sind jetzt schon im AFP drin und werden im Rahmen der AFP-Beratung im Grossen Rat zur Genehmigung unterbreitet. Zusätzlich zu diesen kurzfristigen Massnahmen, zu diesen Sofortmassnahmen, tut die Taskforce Gesundheit sich auch um die Revision dieses Spitalgesetzes kümmern. Sie haben nämlich miteinander sich überlegt, wie die Gesundheitsversorgung 2025 im Kanton aussehen soll. Wie die Spitallandschaft soll aussehen, wie die Spitalliste soll aussehen. Und diese Überlegungen die fliessen jetzt in die Reform dieses Spitalgesetzes ein und sollen dann eben am Schluss die 20 bis 30 Millionen Entlastung bringen. Bis jetzt sind die Gespräche in einem sehr kooperativen Rahmen. Es war konstruktiv und engagiert gewesen. Und wir hoffen, dass wir daran weiterarbeiten können. Dann das zweite Modul, das ich vorstellen möchte, ist das Modul Modernisierung der Verwaltung. Das zielt darauf ab, wirklich auf die Modernisierung. Wir wollen uns parat machen für die nächste Geländekammer und uns gut aufstellen. Es geht dort darum, sowohl gegen aussen, gegenüber den Unternehmen, der Bevölkerung, aber auch von den Gemeinden, Prozesse zu vereinfachen. Und das Gleiche, wenn wir gegen innen in der Verwaltung erreichen. Das heisst also, das Reformvorhaben hat zwei Stossrichtungen, die administrative Entlastung gegen aussen und gegen innen und als weiteres Hilfsmittel, um das zu erreichen, wenn wir natürlich Digitalisierung nutzen und damit die Möglichkeiten des E-Government weiterentwickeln und besser einsetzen. Wir haben in einem Workshop bereits Zielsetzungen, Projektorganisation und Umsetzungsplanung angeschaut. Das wird jetzt weiter verfeinert. Im Herbst findet der zweite Workshop statt, wo wir dann Teilprojekte davon ableiten wollen, die dann in den einzelnen Departementen umgesetzt werden. Das Projekt oder das Reformvorhaben ist sehr breit aufgestellt. Ich habe es erwähnt, es betrifft die ganze Verwaltung. Deshalb gibt es die Teilprojekte, die dann autonom in der einzelne Departement umgesetzt werden, aber die Leitung, also die Gesamtverantwortung, ist im Departement Volkswirtschaft und Inneres und im Departement Finanzen und Ressourcen. Sie haben die Federführung und damit auch die Verantwortung. Jetzt möchte ich aber mehr noch allgemein etwas zum Prozess sagen, wie die Module umgesetzt werden, zum Vorgehen. Ich habe es vorhin erwähnt, das ist ganz wichtig. Die Reformvorhaben die sind im AFP, also in dem grünen Buch, das ihr jetzt habt, als Entwicklungsschwerpunkt abgebildet. Damit tut der Regierungsrat die Gesamtsicht der Haushaltssanierung mit diesen Reformvorhaben mit dem AFP verknüpfen. Und der Grosse Rat kann im Rahmen der Diskussion über den AFP über die Reformvorhaben und ihre Entlastungswirkung auch noch diskutieren. Das ist ganz wichtig, weil die Reformvorhaben ja eben nicht alle gleichzeitig umgesetzt werden, sondern auf der Zeitachse gestaffelt. Alle Reformvorhaben haben ein Projektteam oder eine Taskforce. Die Rahmenbedingungen und Ziele sind klar und Schnittstellen und Abhängigkeiten auch. Die Reformvorhaben werden aber autonom von den federführenden Departementen oder vom Gericht umgesetzt. Das heisst, das Departement hat die Verantwortung, damit man aber den Überblick und natürlich auch dranbleibt, tut der Regierungsrat während der Ausarbeitungsphase mit einem straffen Controlling überprüfen, dass die Reformvorhaben auch wirklich umgesetzt werden und dass man daran arbeitet.
Deshalb wird auch periodisch in so Zwischenbericht, ihr habt jetzt den Zwischenbericht vom August 2017, wird dann der Regierungsrat, der Grosse Rat und die Öffentlichkeit über den Stand der Arbeiten in diesen Reformvorhaben informieren. Jo, damit gebe ich zurück an den Finanzdirektor. Besten Dank, Jensa. Wir sind also immer noch im Bereich jetzt Gesamtsicht Haushaltssanierung. Wir haben jetzt über die Reformvorhaben detailliert gehört, wie wir dort vorgehen. Und dort ist das Instrument, das wir abgeben haben, ist wie gesagt der Zwischenbericht. Wir haben Sanierungsmassnahmen festgestreift, Sanierungsmassnahmen, die nachher noch im Detail, wie sie Vorlage sind, noch behandelt werden. Und jetzt fehlt noch in dieser Gesamtsicht Haushaltssanierung fehlt noch der Bereich ertragsseitige Massnahmen. Und da haben wir Ihnen auch eine Folie vorbereitet, um das zu illustrieren. Der Regierungsrat strebt ja eine ausgewogene Sanierung vom Kantonshaushalt an, wo eben die Auswirkungen auf Aufgaben und Leistungen her zu verantworten ist, wo zur Modernisierung auch vom Kanton beiträgt und eben auch die Standortattraktivität vom Aargau insgesamt stärkt. Das ist das übergeordnete Ziel von unserem grossen Projekt, das wir haben. Und aus dem Grund, wenn Sie die Folie vorher gesehen haben, alle, sind zur vollständigen und dauerhaften Schliessung von dieser Finanzierungslücke eben mindestens aus heutiger Sicht auch Massnahmen auf der Ertragsseite in der Grössenordnung von rund 100 Millionen Franken notwendig. Es ist ein dynamischer Prozess, das kann sich immer wieder verändern. Wir haben im AFP 2018 bis 2021, darum, wenn man das konkret jetzt umsetzt im AFP, eine substanzielle Steuerfußerhöhung von 5% ab 2019 mal eingestellt. Sollten in anderen Bereichen markante Ertragssteigerungen oder zusätzliches Entlastungspotenzial resultieren, z.B. Ausschüttungen, Beteiligungen, Ressourcenausgleich, NFA oder auch Aufwandreduktionen, könnten die sich aus heutiger Sicht erforderliche Steuererhöhung entsprechend kompensiert werden oder respektive eben senken helfen. Die Grafik zeigt auch den Verlauf der Steuerquote im Kanton Aargau über die Jahre 2007 bis 2021 gemäss der Planung im jetzt aktuellen AFP. Trotz der ab 2019 vorläufig eingeplanten Erhöhung vom Steuerfuss bleibt die Steuerquote und die Berücksichtigung vom ganzen geplanten BIP-Wachstum stabil. Die gesetzliche Vorgabe von einer stabilen Steuerquote ist aus unserer Sicht, nach unserer Beurteilung, am heutigen Zeitpunkt erfüllt. Die Steuerquote zeigt ja bekanntlich den Anteil von der Steuer auf Einkommen und Vermögen in Prozent vom nominalen Bruttoinlandprodukt vom Kanton Aargau. Sie haben hier noch im Sprechtext haben Sie auch noch die Prozentangaben. Gut, das wäre der Überblick. Haushaltssanierung, Gesamtsicht, wo wir jetzt weiter verlassen. Und jetzt steigen wir in Medias Res hinein, nämlich in die Botschaft Sanierungsmassnahmen 2018 mit der Gesetzesänderung, wo eben der graue Balken eben ist, den wir vorher gesehen haben, obendurch eigentlich das Fundament, das wir vor der Sommerferien in der ersten Beratung mit zwei ganz wesentlichen Elementen von dieser Sanierungsmassnahmen ja mal haben dürfen weiterarbeiten. Und jetzt müssen in dieser Phase, in der wir jetzt sind, mit der Botschaft zu der zweiten Beratung, werden wir das jetzt über den Grossrat definitiv beschliessen lassen. Um was geht es da? Wir haben zwei Punkte. Also der erste ist befristete Aussetzung, Schuldentilgung, Spezialfinanzierung, Sonderlasten. Mit der Sanierungsmassnahme, mit dieser Sanierungsmassnahme, wird man, wie es schon vor dem Juni, im Juni das Thema war, die Rechtsgrundlage schaffen, damit der Grossrat mit dem Beschluss zum Budget und zur Jahresrechnung eben die Schuldentilgung in der Spezialfinanzierung Sonderlasten für maximal 4 Rechnungsjahre vollständig oder teilweise aussetzen kann. Das ist eine gesetzliche Grundlage, dass man überhaupt noch kann in der Folge, beispielsweise eben im AFP, wie es jetzt dann auch beantragt ist, darin, überhaupt kann entscheiden. Die gesetzliche Grundlage, die würden wir gerne beantragen. Die Anwendbarkeit von dieser neuen Gesetzesbestimmung ist abhängig von der politischen Lage, von der finanzpolitischen Lage. Die Aussetzung von der Schuldentilgung darf nicht zu einem Schuldenanstieg von der Spezialfinanzierung Sonderlasten führen. Also man bleibt da in der Philosophie
auf Kurs. Dann dürfte die Aussetzung der Schuldentilgung nicht für einen Ertragsüberschuss der Finanzierungsrechnung verwendet werden und resultiert in der Finanzierungsrechnung der Jahresrechnung trotzdem einen Ertragsüberschuss, dann reduziert sich der Ertrag aus der Aussetzung, wie sie eben beantragt ist, von der Schuldentilgung genau um diesen Betrag. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, dass wir das verstehen. Es geht darum, jetzt in dieser Gesetzesvorlage Möglichkeit zu schaffen, dass man der Grossrat frei ist, so Aussetzungen von der Schuldentilgung eben auch dann kann, einmal im AFP, letztlich mit der Zuweisung auch im Rechnungsergebnis beraten. Und Sie sehen, das ist in der ersten Beratung ist unterstützt worden, sind der Punkt unterstützt worden. Für die zweite Beratung haben wir Prüfungsaufträge bekommen. Und insbesondere ist der Prüfungsauftrag darum gegangen, dass es muss, wenn man über die Gesetzesvorlage abstimmt, dann auch im AFP auch möglich sein, dass der Grossrat kann entscheiden über die Aussetzung von der Schuldentilgung. Viermal kann er das insgesamt machen. Er kann es viermal hintereinander, kann es aber auch versetzt machen. Und oder, also unabhängig von dieser Frage, auch darüber entscheiden, ob er den Heimfall Verzichtsentschädigung Klinglau in der ordentlichen Rechnung respektive eben abstimmen kann. Ich glaube, das ist wichtig, dass eben Heimfallverzichtsentschädigung und Aussetzung Schuldentilgung, dass man darüber kann separat entscheiden. Sie sehen nachher, und das ist ein wesentlicher Punkt, und glaube auch soll der Transparenz dienen, schon in dieser Gesetzesvorlage die Rechtsgrundlage schafft, dass man nachher im AFP kann entscheiden kann, tut man schon auflisten, was für mögliche Beschlüsse nachher könnten gefällt werden, nämlich im Traktandum drauf, im AFP-Prozess. Und da hat man die Varianten dargestellt. Variante 1, also Aussetzung Schuldentilgung, dann auch die Zuweisung über die Heimfallentschädigung und dann sehen Sie, was die Konsequenz daraus ist. Dann über die Einlage in die Ausgleichsreserve muss dann ebenfalls entschieden werden. Man sieht Konsequenzen hin. Und dann haben wir all die Varianten aufgeführt. Ich glaube, das tut wirklich der Transparenz auch dienen, dass man weiss, welche Entscheid jetzt mit dem Beschluss vom Grossrat überhaupt möglich werden. Wir beantragen klar die Variante 1, und zwar genau aus den Überlegungen vom Konzept Gesamthaushaltssanierung, das wir Ihnen vorher dargestellt haben, dass es eben wichtig ist, die notwendige Luft überzukommen, dass man eben die Reform vorab kann schaffen. Einführung von kostendeckenden Gebühren im Mahnwesen, das ist ein zweiter Bereich, wo wir in der ersten Beratung weiter haben dürfen, bearbeiten. Dort ist daraus herausgekommen, dass man keine Gebühren möchte für die Fristerstreckung zur Einreichung von der Steuererklärung. Dem ist der Regierungsrat gefolgt, hat das auch nicht mehr vorgesehen jetzt. Also das ist nicht mehr vorgesehen in der überarbeiteten Vorlage. Keine übermäßige Betroffenheit von besonderen Personengruppen sind berücksichtigt und kostendeckender Mahnprozess und letztlich auch eine Anpassung vom Verteilschlüssel zugunsten von der Gemeinden. Der Regierungsrat hat sich mit den Berechtigten aus seiner Auffassung berechtigten Anliegen und Hinweisen eingehend befasst und ist mit der Vorlage, wie sie jetzt vorliegt, meinte mehr auf Kurs, dass der Grossrat seine Anliegen wieder abbilden sieht und dass der Grossrat damit auch sollte können, dieser Vorlage so, wie sie jetzt in der zweiten Beratung unterbreitet wird, zustimmen. Also man ist auch beispielsweise bei der Aufteilung von der hälftigen Aufteilung Kanton-Gemeinden abgewichen und hat das erhöht, 60% Gemeinden, 40% Kanton. Damit bekommen die Gemeinden 2019 voraussichtlich 5 Millionen Franken über den Kanton, noch 3,4 Millionen. Diese Beiträge stehen immer natürlich unter Vorbehalt, dass auch das angenommene Mengengerüst von den Fällen, wie erwartet, auch zutrifft. Also diese Überlegungen sind natürlich dann auch, so wenn es so beantragt ist, natürlich auch im AFP berücksichtigt. Sie sehen hier nochmal die hohe Entlastungswirkung, das Fundament von der Haushaltssanierung, von dieser Botschaft S18-Massnahmen. Also von dem wichtigen Entscheid, dass der Grossrat eben nachher für den AFP die Handlungsfreiheit sich überhaupt gibt, dass er nachher kann
viermal eben entscheiden. Die Tabelle zeigt die finanzielle Entlastungswirkung von den verbleibenden beiden Sanierungsmassnahmen. Ich glaube, man darf wirklich sagen, es ist, die Aussetzung, die Schuldentilgung ist fundamental für die Haushaltssanierung, dass die funktioniert. Ich glaube, das haben wir jetzt eindrücklich auch dargestellt. Und wir möchten auch darauf hinweisen, wenn die Gesetzesänderung zugestimmt wird, Zuweisung an die ordentliche Rechnung jedoch dann auf die Heimfallverzichtsentschädigung beschränkt würde, könnte zwar der Budgetausgleich 2018 erzielt werden, aber würden in den Planjahr Defizit wieder weitergeschleppt in der Grössenordnung von 30 bis 80 Millionen Franken. Das würde wieder eine zusätzliche Kompensation von dieser Saldoverschlechterung ja bedingen. Und das wäre wieder nur möglich in dieser Spirale, wo man dann drinnen bleiben würde, wieder durch weitere Aufwand- und ertragsseitige Entlastungsmassnahmen. Aus heutiger Sicht und unter Berücksichtigung von der bereits ergriffenen Massnahmen, Entlastungsmassnahmen 2016 von der Leistungsanalyse, Sanierungsmassnahmen 2017 und 2018, ist das eben nach Einschätzung vom Regierungsrat nicht kurzfristig realisierbar. Und darum stellen wir auch den Antrag, dass man unbedingt auch der Aussetzung Schuldentilgung eben sollte zustimmen. Gut, dann für diesen Bereich Schuldentilgung, Aussetzung, Schuldentilgung, die Grundlage S18-Massnahmen verlassen und kommt jetzt auf das nächste wichtige Element von der heutigen Präsentation, nämlich auf der AFP 2018 bis 2021, auf den Finanzteil zuerst. Ich möchte anfangen kurz beim laufenden Jahr, dass man hier auch sieht, wo stehen wir. Wir haben zwei Nachtragskredite, die jetzt im Grossrat unterbreitet werden. Nachtragskredit, Sammelvorlage für Verpflichtungskredit und Nachtragskredit. Die Budgeterhöhung von insgesamt 9,3 Millionen Franken. 8 Millionen Franken, grösste zusätzliche Mittelbedarf im Budget, wird im Aufgabenbereich Gesundheit erwartet. Prognose 2017. Dort gehen wir davon aus, für die Rechnung 2017 mit einem Defizit, von einem Defizit in der Grössenordnung von heutigen Kenntnisstand von rund etwa 50 Millionen Franken. Die Abträgung, denn, wenn das eintreffen würde, von dem Fehlbetrag gemäss der Schuldenbremse, würde mit 10 Millionen berücksichtigt werden müssen. Und das ist auch natürlich logischerweise im AFP 2018 bis 2021 eingestellt, wenn wir heute von dieser Prognose ausgehen. Sie erinnert sich daran, das Defizitrechnungsergebnis 2016 mit 105 Millionen Franken haben müssen auch berücksichtigen im AFP 2018 bis 2021 mit jährlich 21 Millionen Franken. Und da erinnert sie sich wieder an den Ausgangspunkt der heutigen Veranstaltung, Finanzierungslücke. Das gehört eben auch zur Finanzierungslücke, die man dann decken muss. Darum haben wir natürlich das Ziel, dass wir zukünftig eben nicht so Defizit haben, dass wir da nicht mehr einfahren. Und darum ist wieder die Aussetzung Schuldentilgung auch enorm wichtig. Der Hauptgrund für das immer noch unerfreuliche Ergebnis, das ist klar, das Budget 2017 ist natürlich auch noch nicht in Kenntnis vom Ergebnis 2016 gemacht worden. Da hat man doch nicht gewusst, dass man dort so weit daneben war. Ist sicher auch wieder bei den Kantonssteuereinnahmen, wo man einen Minderertrag erwartet. Und auf der anderen Seite aber auch aufwandseitig natürlich der nicht beeinflussbare Mehraufwand im Bereich Sozialversicherungen. Fazit ist, dass auch die Prognose vom Rechnungsergebnis 2017 nochmal verdeutlicht und die allgemein schwierige Finanzlage unterstreicht und verdeutlicht, wie notwendig und dringlich dass die Umsetzung des Sanierungskonzepts ist. Im Vergleich zur Rechnung 2016 dürfte das Defizit jedoch bereits deutlich tiefer ausfallen. Und ich komme jetzt dazu, wie wir für 2018 budgetiert haben, weil wir wollen ja letztlich zukünftig dort weniger oder gar kein Defizit haben. Wenn Sie das Ergebnis vom Aufgaben- und Finanzplan 2018 bis 2021 anschauen, dann sehen Sie da in der Finanzierungsrechnung, dass wir den grünen Null präsentieren, und zwar in allen Jahren 2018 bis 2021. Das ist vor dem Hintergrund des geschilderten von der schwierigen finanziellen Ausgangslage durchaus erfreulich und glaube auch keine Selbstverständlichkeit. Da haben all die verschiedenen Komponenten
auch Finanzierungsmassnahmen, die wir beantragen, natürlich beiträgt, das ist klar. Aber auch Budgetmassnahmen, auch Aufwandreduktionsmassnahmen, die ich Ihnen vorher auch in doch sehr erheblichem Ausmaß präsentiert habe. Das ausgeglichene Budget und die ausgeglichenen Planjahre kommen aber nochmal gesagt nur zustande, wenn auch die vorgesehenen Sanierungsmassnahmen 2018 und die weiteren finanziellen Entlastungen gemäss dem Sanierungskonzept eben können greifen. Wenn Sie die Aufwandentwicklung anschauen, geht der bereinigte Aufwand 2018 gegenüber dem Vorjahr von 1,9% respektive 90 Millionen Franken aus. Betragsmässig am stärksten wächst der Aufwand in den Aufgabenbereich Gesundheit und Volksschule. Also, das ist auch ein Indiz, dass man nicht einfach nichts macht und totalen Stillstand hat, sondern man hat auch dort letztlich doch Investitionen und Aufwände, die man tätigt. Dann aber auch natürlich vor allem die Dynamik vom Aufwandwachstum im Gesundheitswesen, der setzt sich leider fort, das ist noch nicht gebremst. Die Reform vorab sind wir dran am Arbeiten. Aber auch die steigenden Schülerzahlen zu mehr Klassen und entsprechend mehr Bedarf auch an Lehrpersonen. Auf der anderen Seite haben wir das positive Signal, dass der Aufwand weniger stark wächst als das BIP. Und da die Staatsquote stabil bleibt, respektive leicht sinkt. Was natürlich auch wieder mit den Sanierungsmassnahmen unweigerlich auch zusammenhängt. Es ist also wichtig und zentral, mit stark wachsenden Aufwandpositionen unter Kontrolle gehalten werden, dass wir da die Umsetzung vom Sanierungskonzept weiter vorantreiben. Wenn Sie die Steuern anschauen, Steuerfuss ordentliche Kantonssteuer 2018 bleibt unverändert bei 94%. Wesentlich ist im Regierungsrat darauf hinzuweisen, dass man die Erkenntnis bei den gerade Steuerprognosen vom Rechnungsabschluss 2016 berücksichtigt jetzt und auch die Hochrechnungen 2017 und darum eine vorsichtige Steuerprognose ins Budget eingestellt haben für 2018. Kantonssteuer juristische Personen gegen ein Budget 2017, wie gesagt, etwa minus 6%. Und wir gehen, wie gesagt, ja, jetzt mal im AFP von einer 2019 vorgesehenen Steuerfußerhöhung aus. Beim Personal, Stellen, Lohnentwicklung und Personalaufwand, möchte ich Ihnen ganz kurz darstellen. Deckdaten beim Personal im Budget 2018. Wir haben, wie schon in den vergangenen Jahren, eine grundsätzliche Plafonierung vom Stellenplan bei den ordentlichen Stellen beschlossen. Ein Anstieg in wenigen Bereichen ist notwendig, sonst zum Beispiel hauptsächlich aufgrund von der, wie ich vorhin ausgeführt habe, erwarteten Schülerzahlen, Schülerwachstum, Stellenplan, Lehrpersonenanstieg zu verzeichnen. Bei den Projektstellen fahren wir nach wie vor einen restriktiven Kurs. Eine Ausnahme haben wir dort von rund 47 zusätzlichen Projektstellen für archäologische Ausgrabungen. Da hat es die Arbeiten bei der Grossgrabung beim Kurtheater Baden müssen möglichst rasch vorantrieben werden. Bei der Lohnentwicklung haben wir 1% eingestellt und das nach 3 Nullrunden in den letzten 4 Jahren ist die Lohnentwicklung angezeigt und nach unserer Sicht auch wichtig. Der Kanton ist insbesondere in dieser schwierigen Finanzlage und sicher geben der komplexen Aufgabe auf gute, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen. Wir sind der Meinung, dass es da auch ein Zeichen braucht. Wir haben das auch eingestellt. Wir haben, sind der Meinung, dass wir da auch vom Grossrat die Unterstützung uns dürfen erhoffen, dass man diese Zeichen auch setzt. Ein wichtiger Teil des heutigen Lohnsystems sind dann aber auch die Einmalprämie von 0,3% der Lohnsumme als Anerkennung für gute Leistungen, wo man heute, wenn man das nicht hat, keine Möglichkeit hat, irgendwas zu reagieren und etwas vorzusehen. Beim Personalaufwand gegenüber dem Budget haben wir also die 2,4% Steigerung und da sind 1% Lohnerhöhung drin und 0,8% Mutationseffekt. Man hat Ende 90er Jahre eine Budgetierung von Mutationseffekt beim kantonalen Personal und bei den Lehrpersonen eingeführt. Darauf sind wir der Meinung, wenn man schon eine Gesamtsicht Haushaltssanierung macht und jetzt wirklich eine Totalbereinigung, dann muss man auch darauf jetzt verzichten. Das ist eine bisherige Praxis, die im interkantonalen Vergleich unüblich ist. Die hat auch gerade jetzt vor dem Hintergrund hat sie illustriert, bei den Nullrunden in den vergangenen Jahren zu einer kontinuierlichen budgettechnischen Senkung von der Lohnsumme geführt. Die notwendige budgettechnische Korrektur, die man machen muss, die führt
zu einem Anstieg beim Personalaufwand, wie ich gesagt habe, von 0,8%. Das ist aber nicht mehr Lohn, den die Leute bekommen. Man hat einfach schlichtweg budgettechnisch noch ein Geld so mit dem Mutationseffekt, so wie es heute ist, gar nicht mehr zur Verfügung, um eigentlich die Löhne zu zahlen. Weil die Löhne ergänzen sich aus dem Arbeitsvertrag bzw. aus dem Entscheid, gibt man eine Lohnerhöhung von 1% oder nicht. Aber hat eigentlich nichts zu tun mit dem Mutationseffekt. Es ist eine budgettechnische Korrektur, die wir müssten, auch wenn wir schon Gesamtsicht jetzt machen, Haushaltssanierung, ebenfalls vornehmen. Wir sind der Auffassung, dezidiert der Auffassung, dass im Zusammenhang und vor dem Hintergrund der Gesamthaushaltssanierung auch sonnige Bereinigungen Platz haben müssen, notabene mit einem ausgeglichenen Gesamtbudget. Ich komme zu der Würdigung vom AFP. Der AFP ist eine wichtige Etappe in der Gesamthaushaltssanierung. Und der muss natürlich in sich stimmig sein. Das muss alles miteinander ein Ganzes geben. Vor dem Hintergrund von der drohenden Finanzierungslücke von bis zu 250 Millionen beurteilen wir das Ergebnis als positiv. Trotz der herausfordernden Finanzlage kann eigentlich ein ausgeglichener AFP präsentiert werden. Wir sind mit der kurzfristig wirksamen Sanierungsmaßnahmen 2018 sind wir bereits im vierten Sparpaket innerhalb von 4 Jahren. Klar ist, dass das Ergebnis auch dank kurzfristig unterstützender Finanzmassnahmen zustande kommt. Der Regierungsrat ist diese Transparenz sehr wichtig. Wir brauchen die Luft zum Weiterschaffen. Und wichtig ist aber, dass Gesamtsicht dann unter Einnahme von der Gesamtoptik eben die Überbrückungsmassnahmen von entscheidender Bedeutung sind, denn eben die langfristigen, ausgerichteten, tiefgreifenden Reformvorhaben, die Frau Staatsschreiberin vorher vorgestellt hat, die können ihre Entlastungswirkung erst in einigen Jahren entfalten. Und mit dem Zwischenbericht, wo wir wollen, der Grossrat und die Öffentlichkeit transparent in der Regelmäßigkeit dokumentieren, das ist ein ganz wichtiges Instrument eben auch fürs Vertrauen und für Kontrolle. Klar ist aber auch, dass es nur mit der gemeinsamen Verantwortung geht, mit dem Grossrat kann das Ganze gelingen. Es braucht weiterhin viel Kompromissbereitschaft, eine enge Zusammenarbeit auch zwischen den politischen Parteien, Organisationen, Verbänden, damit eben mehrheitsfähige Lösungen gefunden werden können. Das ist auch aus dem Bericht von der Ratingagentur Standard & Poor's ausdrücklich hervorgegangen. Denn die jüngste Beurteilung vom Kanton Aargau haben wir ja bekanntlich wieder das bestmögliche AAA bekommen. Und die sehr positive Beurteilung ist ein Zeichen vom Vertrauen in die politische Führung, wo der Kantonshaushalt mit einem ausgewogenen und zukunftsweisigen Sanierungskonzept weiter ins Lot bringen soll. Im Bericht geht Standard & Poor's davon aus, dass das vom Regierungsrat erarbeitete Konzept mit Nachdruck vorangetrieben und vom Grossen Rat mitgetragen wird. Wir sind überzeugt, dass der Kanton Aargau finanzpolitisch auf dem richtigen Weg ist. Also, es kann gelingen, wenn man will, wenn man zusammen vorwärts geht, aber es ist sicher noch ein langer Weg als Ziel. Ich gebe für den Aufgabenteil das Wort an Frau Staatsschreiberin. Danke vielmals. Wir haben es jetzt gehört, mittel- bis langfristig ist die Sanierung des Aargauer Staatshaushalts absolut oberste Priorität. Das heisst aber nicht, alles bleibt gleich und vom Gleichen einfach von allem ein bisschen weniger. Ganz im Gegenteil, es geht ja um Modernisierung des Kantons. Ich habe vorhin das Modul Modernisierung der Verwaltung vorgestellt. Deshalb ist es am Regierungsrat wichtig, dass die ganze Gesamtsicht Haushaltssanierung auch unter dem Stern Modernisierung stattfindet und deshalb wichtige Projekte auch in Zukunft umgesetzt werden und wichtige Aufgaben wahrgenommen werden. Als Schwerpunkt hat der Regierungsrat das Hightech Aargau. Da hat der Grosse Rat am 16. Mai einen Verpflichtungskredit von 25,6 Millionen genehmigt. Wir werden also den Schwerpunkt Hightech Aargau weiterführen in den kommenden Jahren. Der Verpflichtungskredit ist zwar 2,25 Millionen niedriger als der Regierungsrat beantragt werden, deshalb werden gewisse Schwerpunkte nicht mehr realisiert werden, aber wir können weiterarbeiten. Ein zweiter wichtiger Schwerpunkt ist die Neuressourcierung Volksschule. Dort geht es darum, dass der pädagogische Nutzen optimiert werden kann, also dass der Bildungsfranken, dass man aus jedem Bildungsfranken mehr rausbekommt und die administrativen Aufwände können reduziert werden und mehr beim Schüler hängen bleibt.
Dann als dritter Schwerpunkt ist die Einführung des Aargauer Lehrplan in der Volksschule. Das soll 20 bis 21 umgesetzt werden. Die Basis von dem neuen Lehrplan vom Kanton Aargau ist natürlich der Lehrplan 21, wo der Kanton seit dem Frühling 2015 zur Verfügung steht. Und schließlich die kantonalen Grossunterkünfte. Der Grosse Rat hat am 5. Mai 2015 Teilrevision vom kantonalen Sozialhilfe- und Präventionsgesetz beschlossen und mit dieser Teilrevision der Regierungsrat beauftragt, ein Standortkonzept für regional ausgewogene Verteilung von Asylgrossunterkünften umzusetzen. Wir haben es letzte Woche gehört, der Bund hat jetzt die finanziellen Mittel für die Realisierung dieser Grossunterkünfte gekürzt, weshalb der Regierungsrat beschlossen hat, mal vorerst eine Grossunterkunft zu realisieren als Pilot. Man will mit dem Erfahrungen sammeln und dann in einem zweiten Schritt die übrigen vier Grossunterkünfte realisieren. Also auch dort eine Staffelung vom ganzen Schwerpunkt. Als weiterer Schwerpunkt Hochwasserschutz Wicker. Wir haben es jetzt in Bergell wieder gesehen. Es ist wichtig, dass der Hochwasserschutz realisiert wird. Die Schäden sind riesig. Und es geht jetzt bei diesem Schwerpunktprojekt darum, die Abflusskapazitäten der Wicker eben zu vergrössern. Nachher, wenn wir verkehrstechnisch weiter sehr gut angeschlossen sind am ganzen Netz der Schweiz mit der Limmatalbahn, soll das geschehen. Der Bau der Limmatalbahn hat schon letztes Jahr angefangen. Und das erste Teilstück Zürich-Altstädte bis Schlieren soll bis 2019 realisiert werden. Und dann der Betrieb bis zum Bahnhof Kilwangen bis Ende 2022. Und schließlich Teilrevision vom Waldgesetz und die Anpassung vom Richtplan. Bei diesem Schwerpunkt geht es darum, die Waldgrenzen wirklich zu sichern. Damit möchte ich zum letzten Punkt oder Teil dieser Medienkonferenz das Wort Urs Hoffmann übergeben. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben es gehört vom Finanzdirektor und haben es auch schon festgestellt bei der Jahresrechnung 2016, dass die Steuereinnahmen sich nicht so entwickelt haben, wie man es budgetiert im vergangenen Jahr, im laufenden Jahr und also auch für die Zukunft mit einer zurückhaltenderen Budgetierung müssen gefahren werden, was die Steuereinnahmen betrifft. Der Aargau ist aber, und das haben alle Rankings in den letzten Jahren immer gezeigt, eigentlich ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Gerade auch bei den Härtefaktoren, die jeweils den Rankings zugrunde legen, Steuerrecht, Steuergesetzgebung, Erreichbarkeit, auch Verfügbarkeit von qualifizierten Mitarbeitenden. Und trotzdem haben wir eben jetzt in den vergangenen Jahren den Rückgang bei den Steuereinnahmen bei den juristischen Personen, aber auch die durchschnittlichen Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen pro Kopf der Bevölkerung. Wir haben auch einen Rückgang vom Ressourcenindex bei der Berechnung vom Finanzausgleich, das im Basisjahr 2012 bis 2014, wo hier auch schon so durchschlägt, dass wir zwar mehr Geld bekommen, aber eben weil wir einen schlechteren Ressourcenindex haben. Und wir haben in den letzten Jahren auch ein unterdurchschnittliches BIP-Wachstum gehabt. Der Regierungsrat hat schon vor längerer Zeit die problematische in gewissen Bereichen Wachstumsdynamik erkannt im Kanton Aargau. Wir haben darum in den letzten 15 Jahren diverse Anstrengungen unternommen, um das Wachstum der kantonalen Wirtschaft zu fördern. Beispiel dafür sind Massnahmen im Steuerbereich, verschiedene Steuergesetzrevisionen, Wachstumsinitiativen vor etwas über 10 Jahren, weitere wirtschaftspolitische Massnahmen, auch gestützt auf das Ergebnis dieser Wachstumsinitiative, aktive Ansiedlungspolitik und auch die Lancierung des Innovationsförderungsprogramms Hightech Aargau. Vor dem Hintergrund von dem unterdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum hat der Regierungsrat entschieden, bei BAK Basel, wo schon das letzte Jahr eine Studie gemacht hat, die mehr auf die Ausgabensituation fokussiert war, noch einmal ein Kurzgutachten in Auftrag zu geben, um zu schauen, welches sind die Gründe dieser Probleme bei den Steuereinnahmen. Wir haben natürlich auch unsere Ideen gehabt, auch aufgrund von früheren Berichten, die man schon hat erarbeitet hat. Wir haben das aber aufdatiert haben, auch von neutraler Seite dazu Bericht haben. Da wird der Herr Grass, Geschäftsleitungsmitglied von BAK Basel, jetzt über das Ergebnis dieser Studie berichten. Besten Dank, ja, geschätzte Damen und Herren.
Mittelpunkt der Studie stand also eine Diagnose der enttäuschenden Entwicklung in den vergangenen Jahren. Und gerade mit Blick auf die künftige Entwicklung ist natürlich von besonderem Interesse, ob es sich bei den Ursachen um temporäre konjunkturelle Effekte gehandelt hat oder ob dauerhafte strukturelle Probleme vorliegen. Methodisch arbeitet die Studie mit einem Benchmarking-Ansatz, das heißt, beurteilt wird nicht die absolute Entwicklung des Kantons Aargau, sondern die relative im Vergleich mit anderen Kantonen. Und als Vergleichsgruppe steht dann natürlich einmal immer der Durchschnitt aller Kantone zur Verfügung, aber zusätzlich haben wir eine zweite Vergleichsgruppe gebildet, die eben 5 Kantone beinhaltet, die dem Kanton Aargau hinsichtlich Wirtschaftsstruktur und auch Größe am ähnlichsten sind. Das sind die Kantone Basel-Land, Luzern, St. Gallen, Solothurn und Thurgau. Beginnen möchte ich mit einer Art Standortbestimmung, anhand der die Studie auch in den Gesamtkontext eingeordnet werden kann. Wir haben bereits gehört, in einer Studie aus dem letzten Jahr haben wir berechnet, dass die Pro-Kopf-Ausgaben im Kanton Aargau bei 85% des Durchschnitts liegen. Das sehen Sie in der grauen Box. Die aktuelle Finanzkraft zur Finanzierung dieser Nettoausgaben, das haben wir jetzt in der aktuellen Studie nochmals mit aktuellen Zahlen berechnet, liegt aber lediglich bei 78% des kantonalen Durchschnitts. Dieser niedrige Wert ergibt sich daraus, dass der Kanton einerseits ein unterdurchschnittliches Ressourcenpotenzial aufweist, andererseits dieses aber auch unterdurchschnittlich steuerlich ausschöpft. Im Ergebnis erhalten wir also eine strukturelle Haushaltslücke. Und prinzipiell gibt es natürlich zwei Wege, dem zu begegnen. In der Regel braucht es eine Kombination von beiden, nämlich einerseits muss man die Kosten senken und am besten dort, wo man es mit Effizienzmaßnahmen erreichen kann und nicht durch realen Leistungsabbau. Andererseits aber braucht es vor allem mittel- bis langfristig auch eine Wachstums- und Steuerpolitik, die das Potenzial für Ertragssteigerung auch erhöhen kann. Und für die Erarbeitung solcher Politikstrategien braucht es eine fundierte analytische Grundlage und dazu soll eben dieses Kurzgutachten einen Teil beitragen. Starten wir nun also in die Analyse und da komme ich nochmal auf das Ressourcenpotenzial zurück. Wenn Sie die rechte Kolonne beachten, zunächst sehen Sie nochmal den sogenannten Ressourcenindex. Er stellt die aggregierte Steuerbemessungsgrundlage eines Kantons pro Kopf dar. Und wie schon gehört, liegt der Kanton Aargau bei einem Durchschnitt von 85%. Und wir sehen auch, das dunkle Blau markiert die Vergleichsgruppe mit den 5 Vergleichskantonen, die liegen bei 84%. Auf der linken Seite sehen Sie eine Desaggregation dieses Ressourcenpotenzials, in dem die 3 Komponenten, Einkommen und Vermögen natürlicher Personen sowie die Gewinne juristischer Personen. Und diese Desaggregation zeigt, dass vor allem bei den juristischen Personen ein niedriges Potenzial vorliegt. Sowohl bei den Einkommen als auch bei den Vermögen natürlicher Personen liegt der Wert deutlich höher und übertrifft auch insgesamt den Durchschnitt der Vergleichsgruppe. Auf Basis dieser Niveaubetrachtung scheint das Problem also klar auf der Seite des Unternehmenssektors angesiedelt, doch das wäre zu kurz gegriffen. Das sehen wir hier in dieser Wachstumsanalyse, die hier dargestellt ist, indem wir hier die Beiträge der natürlichen und juristischen Personen zum Gesamtwachstum der aggregierten Steuerbemessungsgrundlage pro Kopf sehen. Die 3 Säulen, Aargau, Vergleichsgruppe mit den 5 Kantonen und Vergleichsgruppe aller Kantone. Insgesamt stieg die Bemessungsgrundlage pro Kopf im Aargau zwischen 2008 und 2014 um 8,5%. Davon trugen die natürlichen Personen 7,9% bei, die juristischen Personen 0,5%. Die Vergleichskantone weisen sowohl bei den natürlichen als auch bei den juristischen Personen einen substanziell höheren Wachstumsbeitrag auf. Wir können also festhalten, dass sowohl bei den juristischen als auch bei den natürlichen Personen ein Wachstumsproblem vorliegt. Und wir steigen jetzt noch ein bisschen tiefer in die Analyse ein und beschäftigen uns zunächst einmal mit den juristischen Personen. Dort spielen Branchenstruktur, Unternehmensstruktur und auch Branchenkonjunktur eine wichtige Rolle. Die regionale Branchenstruktur ist grundsätzlich sehr positiv zu beurteilen.
Wir sehen hier die Branchenzusammensetzung für Aargau, Vergleichsgruppe und Schweiz. Kanton Aargau hat einen starken industriellen Kern mit einem hohen Hightech-Anteil. Das spiegelt eine hohe außenwirtschaftliche Orientierung wider. Dazu kommt ein unterdurchschnittlich großer öffentlicher Sektor, der auch die Ausgabenseite schont. Mit der letzten Wirtschaftskrise kam es aber seit 2008 durch diese Branchenstruktur auch zu eher ungünstigen Effekten, insbesondere auch auf die steuerliche Bemessungsgrundlage. Die Exportindustrie ist natürlich überdurchschnittlich von der globalen Nachfrageentwicklung abhängig und die ist in der Wirtschaftskrise teilweise in Segmenten total eingebrochen. Hinzu kam die starke Aufwertung des Schweizer Frankens. Die hat die Unternehmen gezwungen, die preisliche Wettbewerbsfähigkeit über Margenverzicht wiederherzustellen und das wiederum hat sich natürlich auch auf die fiskalische Ergiebigkeit des Unternehmenssektors negativ ausgewirkt. Trotzdem, meine Damen und Herren, sehen wir die bestehende regionale Spezialisierung als Trumpfkarte für den Standort, Wirtschaftsstandort Aargau und auch als Basis für eine positive Wachstumsperspektive für die kommende Dekade. Warum? Nun, die Industrie profitiert sowohl von zyklischen Effekten, das hat mit Aufholeffekten bei globalen Ausrüstungsinvestitionen zu tun, aber auch von strukturellen Faktoren. Über die Digitalisierung oder Industrie 4.0 erwarten wir zusätzliche Nachfrage und auch hohe Produktivitätsgewinne in der Industrie. Um dieses Potenzial zu valorisieren, müssen die Chancen, die dieses neue Technologiezeitalter gerade für die Industrieunternehmen mit sich bringt, genutzt werden, aber auch die damit verbundenen großen Herausforderungen gerade für KMU gemeistert werden. Werfen wir nochmal kurz einen Blick zurück, denn neben konjunkturellen Belastungen wurden in der Vergangenheit eben auch strukturelle Faktoren beobachtet, die sich negativ ausgewirkt haben. Wir sehen hier drei Abbildungen. Die erste dieser drei Abbildungen stellt die Anzahl juristischer Personen pro Einwohner dar, und zwar als Index. Durchschnitt aller Kantone ist 100. Hier weist der Kanton Aargau einen Indexwert von 81 auf, das heißt, je Einwohner gerechnet existieren im Kanton Aargau 19% weniger juristische Personen als im nationalen Mittel. Das überrascht nicht weiter, ist doch der Kanton Aargau bekannt als Wohnkanton mit einer niedrigen oder unterdurchschnittlichen Unternehmensdichte. Die Vergleichskantone kommen übrigens in dieser Betrachtung auf einen ähnlichen Indexwert, doch was die Vergleichskantone unterscheidet vom Kanton Aargau, sieht man in der zweiten Grafik, denn sie erwirtschaften ein höherer Anteil der Unternehmen erwirtschaftet auch einen Gewinn. Wir sehen in der zweiten Grafik eben die steuerpflichtigen juristischen Personen pro Kopf, und zwar nur jene, die einen Reingewinn größer Null erwirtschaften. Und da sieht man, da kommen die Vergleichskantone jetzt schon auf einen Indexwert von 95, Aargau liegt bei 82. Es fehlt Kanton Aargau vor allem an großen gewinnintensiven Unternehmen. Das sehen wir in der dritten Abbildung, welche lediglich die Unternehmen mit einem Reingewinn von mehr als 1 Million Schweizer Franken berücksichtigt. Die Vergleichskantone verbessern sich in dieser Betrachtung nochmal auf einen Indexwert von 96, während der entsprechende Index für Aargau bei 76 liegt. Wenden wir uns nun den natürlichen Personen zu. Auf den ersten Blick scheinen die natürlichen Personen gerade auch aus fiskalischer Sicht ein Garant der Stabilität zu sein. Wenn Sie zunächst die hell eingefärbten Säulen betrachten, dann sehen wir, dass das Wachstum der maßgebenden Einkommen in den vergangenen Jahren durchaus mit der Vergleichsgruppe oder auch mit dem nationalen Schnitt mithalten konnte. Vor dem Hintergrund des deutlich überdurchschnittlichen Bevölkerungswachstums ist die Einkommensentwicklung aber eher enttäuschend. Das sehen wir an den dunkler eingefärbten Säulen, die das Pro-Kopf-Wachstum aufzeigen. Und hier kann der Kanton Aargau mit keinem der Vergleichskantone mithalten und liegt im Schnitt halb so hoch wie die Vergleichsgruppe im Durchschnitt. Bisherige Analysen von uns deuten darauf hin, dass der Kanton Aargau insgesamt von seinem Status als Wohnkanton weniger profitieren kann, als man vielleicht vermuten könnte. Darauf deuten auch erste Auswertungen auf Basis von Pendlerdaten hin. Mit Blick auf die Zukunft haben wir trotzdem einen positiven Outlook.
Analog zum überdurchschnittlichen Wachstumspotenzial der kantonalen Wirtschaft fällt auch der Blick auf die regionale Lohnentwicklung günstig aus in den nächsten 10 Jahren. Inwiefern dieses Lohnwachstum umgemünzt werden kann, auch in zusätzliche Steuereinnahmen, das hängt auch davon ab, wie man sich in Bezug auf die steuerliche Attraktivität für hohe Einkommen und Vermögen positionieren kann. Bisherige Analysen deuten darauf hin, dass der Kanton Aargau eher weniger attraktiv sein könnte für Beschäftigte aus den oberen Einkommens- und Vermögensklassen. Abschließend, meine Damen und Herren, möchte ich noch kurz auf die Frage eingehen, ob es für den Kanton Aargau Ansatzpunkte gibt, eben positiv auf die Nutzung und auf die Steigerung des bestehenden wirtschaftlichen und fiskalischen Potenzials Einfluss zu nehmen. Zunächst mal können wir noch mal feststellen, dass die regionale Spezialisierung der Wirtschaft positiv zu beurteilen ist. Die Anstrengungen des Kantons im Rahmen des Programms Hightech Aargau zielen aus unserer Sicht grundsätzlich in die richtige Richtung. Wir erachten eine regelmäßige Evaluation der Wirtschaftsstrategie, gerade im Hinblick auf die Konsistenz mit erwarteten technologischen und globalen wirtschaftlichen Entwicklungen, als sinnvoll. Hierzu gehört möglicherweise auch eine vertiefte Analyse des regionalen Technologieportfolios. Im Bereich der Unternehmensansiedlung könnten in Zukunft sowohl Chancen als auch Risiken bestehen. Dieser Thematik sollte man im Rahmen der SV 17 entsprechend Aufmerksamkeit schenken. Im Bereich der natürlichen Personen, habe ich bereits erwähnt, deutet sich auch an, dass eine kritische Überprüfung sinnvoll sein könnte in Bezug auf die steuerliche Attraktivität. Aber dort muss man auch hinzufügen, dass angesichts des allgemein sehr engen finanzpolitischen Spielraums kurzfristig hier fiskalpolitische Handlungsmöglichkeiten sehr limitiert sind. Umso mehr gilt es natürlich, dann auch den nicht fiskalischen Rahmenbedingungen entsprechend Rechnung zu tragen. Damit möchte ich schließen und gebe das Wort Herr Regierungsrat. Danke, meine Damen und Herren, eine kurze Zusammenfassung aus Sicht vom Regierungsrat zu den Erkenntnissen der BAK-Studie. Es ist für uns nichts sensationell Neues herausgekommen. Das hätte man, glaube ich, auch nicht können erwarten. Wir haben gewusst, wo gewisse Schwächen und Risiken sind von der aargauischen Wirtschaft. Die Studie bestätigt allerdings, dass der Kanton Aargau mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen und auch politisch gewollt sind, wir haben ja im Kanton Aargau immer eine relativ zurückhaltende Standortförderungspolitik gehabt, keine direkte Unterstützung von Firmen, nicht finanzielle Mittel, die wir dort können investieren können, dass wir dort auf dem richtigen Weg sind, mit der Unterstützung vom Wissens- und Technologietransfer, gerade auch im heutigen Umfeld von diesen strukturellen Veränderungen, die sich auch für die nächsten Jahre abzeichnen, dass wir dort die vielen kleineren und mittleren Unternehmungen, die wir im Kanton haben, eben weniger grosse und gewinnträchtige als andere Kantone, das hat der Gras aufgezeigt, auf dem richtigen Weg sind. Die BAK-Studie zeigt auf, dass vor allem in der Digitalisierung der Wirtschaft, Industrie 4.0, Stichpunkt für den Aargau, auch ein beträchtliches Zukunftspotenzial liegt. Es wäre auch anders möglich gewesen, als man gesagt hat, oh, jetzt kommt noch 4.0, das ist für den Aargau besonders heikel. Ja. Das kann heikel sein, wenn man die Chance nicht nutzt. Das ist natürlich vor allem die Wirtschaft selber, die sie muss nutzen. Aber es kann auch eine Chance sein, dass man mit dem Mix vom Branchenmix im Kanton Aargau in Zukunft ein gutes Zukunftspotenzial hat. Und das heisst für uns, dass wir gerade auch vor dem Hintergrund und deren Aussage für Zukunft den Weg mit Hightech Aargau und Park Innovare konsequent weitergehen und die Vernetzung von Forschung und unternehmerischen Aktivitäten im Bereich von Innovation und Entwicklung unterstützen und ermöglichen. Auch die weiteren Aktivitäten von der bescheidene Standortförderung, die wir haben, zur Unterstützung der Aargauer Unternehmer und zur Ansiedlung von neuen Unternehmen müssen nach Meinung des Regierungsrats unbedingt auf dem bisherigen bescheidenen Niveau weitergeführt werden. Bei den Steuern gibt es aufgrund von der schon realisierten Entlastungen und der angespannten Finanzsituation in den Augen des Regierungsrats keinen grossen Handlungsspielraum. Es hat andere Kantone, die dort steuerlich sehr aggressiv vorgegangen sind. Kanton Luzern
Es ist allerdings auch dort so, dass die Steuererträge unter dem Strich natürlich nicht zugenommen haben durch das. Die haben mehr Unternehmungen, aber haben massiv weniger Steuererträge. Und solche Experimente sind wahrscheinlich im heutigen Umfeld schwierig zu realisieren. Da nickt auch der Finanzdirektor, wenn er die Budgetsituation und die Finanzplanung anschaut. Aber es wird darum gehen, im bisherigen Ausmaß, wo wir bei diesen Indizes und bei diesen Rankings gezeigt haben, dass wir als Kanton Aargau nicht so schlecht dastehen, dass wir dort auch weiterhin konkurrenzfähig bleiben. Der Regierungsrat wird sich darum im Rahmen der Umsetzung der Steuervorlage 2017 mit Optionen und Möglichkeiten im Bereich der Unternehmenssteuern müssen befassen, aber immer auch in Abstimmung mit der gesamten Haushaltssanierung. Aber es ist sicher wichtig, dass man dort sehr aufmerksam schaut, was andere Kantone machen, als wir nicht den zusätzlichen Standortnachteil nachher überkommen durch die Entwicklung in der gesamten Schweiz. Wir sind nicht auf einer grünen Wiese, wir sind halt in einem gewissen Steuerwettbewerb auch mit den umliegenden Kantonen, wo wir aber bis jetzt, glaube ich, in einer vernünftigen Art haben können damit umgehen. BAK Basel zeigt in der Analyse auch auf, dass in den letzten Jahren halt eher nachteilige Entwicklungen feststellbar waren bei den regionalen und kantonale Wirtschaft im Maschinen- und Energiebereich. Das eben, aber das Grundlage kann sein für künftige positive Entwicklung. Der Regierungsrat will zusammen mit der Aargauer Wirtschaft nach Wegen und Möglichkeiten suchen, die Chancen, die der Branchenmix bietet, für die Zukunft können zu nutzen. Er sucht darum das Gespräch mit den Verbänden, mit der Aargauischen Industrie- und Handelskammer, mit dem Aargauischen Gewerbeverband, um zu schauen, wo man gemeinsam koordinierte Ansätze entwickeln kann und Massnahmen zur weiteren Verbesserung der Rahmenbedingungen können umsetzen. Mit der Aargauischen Industrie- und Handelskammer hat schon ein Treffen stattgefunden im Zusammenhang mit dem Antrittsbesuch der neuen Präsidentin, der Marianne Wilde. Von Seite der AIHK ist Bereitschaft signalisiert worden, das Gespräch auf dieser Basis weiterzuführen. Auch die Schlussfolgerungen und die Analyse vom Bericht von BAK Basel sind dort weitgehend als sachgerecht beurteilt worden und geteilt worden. Der Regierungsrat hat auch mit dem Aargauischen Gewerbeverband Kontakt aufgenommen. Auch der Verband ist zu weiteren Gesprächen bereit. Parallel dazu werden die Ergebnisse der BAK-Studie auch mit den Arbeitnehmerverbänden erörtert. Und man wird auch dort schauen, wie man gemeinsam vorgehen kann und was für die Inputs von dieser Seite in unsere politischen Schlussfolgerungen können eingebracht werden können. In diesem Sinne gebe ich das Wort zurück dem Finanzdirektor. Besten Dank, geschätzte Damen und Herren. Wir kommen so ein bisschen zum Fazit und schon zum Abschluss von der Medienkonferenz. Zehn von einer kurzen Tour durch, vielleicht nochmal die wichtigsten Punkte. Ich glaube, es ist unbestritten, dass wir vor grossen finanzpolitischen Herausforderungen stehen. Die drohende Finanzierungslücke von bis zu 250 Millionen Franken, die erfordert jährlich weitreichende Ausgaben wie auch einnahmenseitige Massnahmen, um die Finanzierungslücke eben können schliessen. Wir sind überzeugt, mit dem ausgewogenen und breit gefächerten Sanierungskonzept die finanzpolitischen Klippen können zum Schiffen und der grosse, schwere Tanker, der vielleicht nicht so agil und wendig ist, wie vielleicht bei kleineren Kantonen, trotzdem wieder in ruhigere Gewässer hineinführen. Es gilt auch festzuhalten, dass der Regierungsrat der Kanton Aargau finanzpolitisch grundsätzlich auf dem richtigen Pfad sieht. Der Weg ist sicher für eine nachhaltige und dauerhafte Sanierung ist sicher noch weit und auch steinig. Wir sind auch der Meinung, dass aber mit dem AFP 2018 bis 2021 und der Gesamtsichthaushaltssanierung die weisen den richtigen Weg. Insbesondere die Reformvorhaben sind mit Nachdruck voranzutreiben. Zwischenbericht sind sie regelmäßig darüber zu orientieren, dass man auch sieht, dass das auf dem richtigen Weg ist und eben auch da Wirkung im Ziel wird können erreicht werden. Der Kanton Aargau steht finanzpolitisch an einem Scheideweg. Die Entscheidung von der nächsten Woche und Monat werden wirklich Konsequenzen haben. So macht auch, wie bereits erwähnt, Standard & Poor's künftige Vergabe von AAA im Kanton Aargau von der erfolgreichen Umsetzung vom Sanierungskonzept abhängig. Aber nicht nur das AAA-Rating hängt davon ab. Gravierend könnte zweifellos auch die Auswirkungen sein, wenn es nicht gelingt,
eben im Rahmen der Haushaltssanierung Mittel für die Modernisierung vom Kanton Aargau frei zu bekommen. Wir müssen eben auch für die zukünftige Generation eben auch wieder die Handlungsfreiheit bekommen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch hier politisch eben in die Zukunft zu schauen. Die Sanierung des Finanzhaushalts kann nur gelingen, wenn die Vorhaben von der politischen Führung und der Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner vom Kanton mitgetragen werden und durch eine enge Zusammenarbeit letztlich zwischen Parteien, Organisationen, Verbänden, mehrheitsfähige Lösungen gesucht und auch gefunden werden. Und darum appellieren wir an die finanzpolitische Verantwortung von allen, von den Parteien, vom Grossen Rat, dann aber auch von den Verbänden und bitten um konstruktive und sachdienliche Mitwirkung. Wir freuen uns auch, wenn Fraktionen auch weiterhin so eine grosse Bereitschaft zeigen und sich auf diesen Prozess einlösen. Es ist letztlich die Verantwortung von uns allen. Nein sagen allein genügt nicht mehr. Wie bereits erwähnt, ist im Regierungsrat ein grosses Bedürfnis, eben auch hier im modernen Dialog, in einem transparenten, offenen und auch vertrauensbildenden Dialog weiterhin zu stehen. Mit der letzten Folie hier möchte ich schliessen. Ups, jetzt bin ich da ein bisschen. Nein, so. Mit dieser Folie möchte ich schliessen. Der Regierungsrat ist ein grosses Anliegen, dass man mit der Haushaltssanierung strategisch und langfristigen Prozess befindet, dass man sich dem bewusst ist. Übergeordnete Rahmen und Wegweiser haben wir das Entwicklungsleitbild, das wir Ihnen schon vorgestellt haben, und die Gesamtsicht Haushaltssanierung. Daran müssen wir uns festheben, das müssen wir auch immer wieder vornehmen, das müssen wir auch immer wieder als Orientierungspunkt nehmen und uns nicht vom Weg begeben. Jetzt im Grossen Rat die Debatten, die anstehen über die Sanierungsmassnahmen S18, aber auch der Aufgabenplan, Finanzplan, AFP 2018 bis 2021, das sind wichtige Etappen auf dem Weg zum Ziel. Es ist wichtig und entscheidend, dass die Beratung der beiden Vorlagen, jetzt S18-Massnahmen zuerst und dann der AFP, dass die eben in dem Gesamtkonzept von dieser, da wie jetzt dargestellt, der langfristigen Haushaltssanierung stattfindet. Darum wird es auch gleichzeitig behandelt, gleichzeitig heute vorgestellt. Kurzfristige Partikularinteressen haben in dieser Zeit, in der wir jetzt drin sind, sind nicht hilfreich. Der Regierungsrat und der Grosse Rat stehen, wie bereits erwähnt, zusammen in der Verantwortung, den Kanton Aargau weiter voranzubringen, mit gesunden Finanzen Voraussetzungen schaffen, dass wir die kommenden Herausforderungen meistern können, dass wir handlungsfähig sind, dass wir den Kanton strategisch zukunftsweisend positionieren und eben auch vorwärts bringen. Ich bin überzeugt, dass mit der Grundlage vom aktuellen Sanierungskonzept und dem AFP, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir brauchen die Unterstützung vom Parlament, von der Wirtschaft, von den Einwohnerinnen und Einwohnern vom Kanton. Packen wir es an, gehen wir miteinander vorwärts und bringen den Kanton in die Handlungsfreiheit. Besten Dank. Merci. Besten Dank, der Frau Staatsschreiber, den beiden Herren Regierungsräten und dem Herrn Gross für die umfassenden Ausführungen. Wie gesagt, wir haben jetzt Gelegenheit für Kolleginnen und Kollegen von den Massenmedien, dass wir im Plenum Fragen stellen würden. Und anschliessend stehen alle anwesenden Referentinnen, Referenten und auch die Auskunftspersonen für Einzelinterviews und Statements noch zur Verfügung. Wem von den Medienschaffenden darf ich das Wort geben? Offenbar sind die Informationen so umfassend, ausführlich und konzis gesehen, dass kein Bedarf besteht für Fragen im Plenum. Ich möchte mich bei allen Anwesenden ganz herzlich bedanken für die Teilnahme, für das Bestreiten von der Medienkonferenz. Der offizielle Teil von der Medienkonferenz ist geschlossen und wie gesagt, jetzt ist die Möglichkeit für Einzelinterview und Statements zu bekommen. Besten Dank und einen schönen Tag noch.